Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder. Eine weitere Runde steht an, hier bei Battlefield 1. Diesmal sind wir auf Seiten der, ich weiß es gar nicht, sind das Osmanen? So. Jetzt seht ihr mal meine exorbitanten Flugkünste, die total für den Arsch sind. Ich will es euch einfach mal zeigen, wie das so funktioniert. Hier sind wir jetzt in einem Bomber. Also seht mir nach, wenn das irgendwie scheiße läuft oder wenn ich gleich abstürzen sollte. Ich werde mich so schnell nicht ans Steuer setzen bei einem Bomber. Also, seht mir nach. Ich mache es jetzt einfach nur mal, um es euch zu präsentieren, wie sich hier so ein Bomber steuert. Wow, wow, wow. Da werden wir angegriffen. Hauen wir einfach mal ein paar Bomben raus. We have taken objective Duff. Ja, es ist echt schwierig, den zu steuern, weil der so schwerfällig ist. Also der ist wirklich nicht wendig. Und dann passiert sowas. Und ihr habt hier, glaube ich, cool gelandet. So, viel Spaß beim Fliegen. Oder auch nicht. Ich lebe noch, aber ihr seht jetzt, ich bin jetzt natürlich eine andere Klasse dementsprechend. Ich bin nämlich Pilot, oder war es zumindest. Ja, tut mir natürlich leid für die anderen. Aber ich wollte eigentlich noch darüber fliegen und über die anderen Punkte richtig mal reinhauen. So funktioniert das natürlich leider nicht. Also das war jetzt mal eben kurz ein Bomber. Wie gesagt, ich werde so schnell in keinen Bomber steigen. Da braucht ihr keine Sorgen haben auf den Servern. Das habe ich jetzt nur einmal für Präsentationszwecken genutzt. Ja, komm schon her. Du wirst doch wohl da hochkommen. Mann! Ich weiß gar nicht, ob man den Piloten auch irgendwie anders ausstatten kann, dass man da irgendwas freischalten kann oder so. Das müsste ich irgendwann mal testen. Aua, 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 aua! So, ja, brauchst mich gar nicht reviven. Da spawn ich natürlich wieder als stinknormaler Django Fett. Und zwar, ja, wo spawnen wir denn? Ja, bei unserem Squad-Mitglied. Natürlich werde ich euch auch noch die anderen Klassen ein wenig vorführen irgendwann, aber jetzt erstmal bin ich nach wie vor sold für die ersten Folgen. Wow, wow. Hier fliegen wieder die Fetzen. Ja, mal hier runter. Ja, da hat man eine Gasgranate. Bitte schön. Ich hoffe, es gefällt euch. Was ich auch sehr hervorheben muss bei dem Spiel hier, ist auf alle Fälle der Soundtrack. Der Soundtrack ist richtig stark, meiner Meinung nach. Also kann natürlich auch Geschmackssache sein, aber ich persönlich finde ihn halt richtig, richtig gut, weil er perfekt zum Spiel passt. Das ist das eine. Und zum anderen ist er halt, es fühlt sich halt an wie das 1942er Battlefield, was das angeht. Es ist nämlich nicht so wie bei den anderen Battlefield dieses, ist das Elektro-Mucke oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses krasse halt. We have lost objective button. Ah, scheiße. Ja, hier muss man immer nachladen, das vergesse ich ständig, wenn ich schießen will. Diese Gerätschaften hier sind ziemlich cool irgendwo, aber auch, naja, ihr seht es ja selbst. Hauen jetzt nicht so viel raus. Okay, ich gehe mal hier raus. Wir verlieren Charlie. Und deswegen kümmert mich da jetzt gerade mal rum. Haben wir hier einen? Nein. Gut, hier scheint alles clean zu sein. Was sind die denn? Und wir nehmen jetzt gerade ein. Das ist schon mal positiv. Also hier ist ziemlich clear. Das Haus steht noch. Und da haben wir doch einen. Ah, leck.
Der ist, glaube ich, weg. Den haben wir gut zugesetzt. So. What the fuck? Da kommt ein Panzer. Wuhu! Und ob da einer kommt. Okay, der ist platt. We have lost objective apples. Ich habe da jetzt nur mal ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt muss ich halt mal aufpassen. Ich glaube, da unten ist die Tür aufgegangen. Okay, alles cool. Gut. Hier ist taken objective butter. Clean, die Tür ist zu. Alles sauber hier. Ja, ich mag diese Fenster, bin ich ganz ehrlich, das ist ein richtig cooles Feature. Weil dadurch kann man wirklich dem Gegner die Sicht versperren darauf. Man hat ein taktisches Element, sprich die Tür geht auf und man weiß, hey, da ist ein Gegner. Auch der ist weg. Ich würde sagen, wir räumen hier gerade gut auf. Mach ich mal dicht. Also langsam könnte ich mal Ammo gebrauchen. Gibt mir gerade doch ziemlich ab. Einer von uns, einer von uns. Ja, bleib doch mal locker, das bin ich, Alter! So, ich glaube, C ist erstmal safe. Hoffe ich mal. Oh, gar nicht gut. Hier hat einer das Haus weggesprengt. Die Frage ist, wer war es und warum? Ich würde mal auf den Tank tippen. Leider sehe ich keinen auf der Map. Oder zum Glück, wie auch immer. Okay, keine Tanks hier. Dann gehen wir mal zurück durch die Gebäude, weil wer jetzt da durch das Feld läuft, ganz ehrlich Leute, solltet ihr nicht tun. Da werdet ihr oft genug gesniped. Diesen Tipp kann ich euch schon mal geben hier auf dieser Map. Weil Sniper sind rundum immer ziemlich viele. Verteilt auf dieser Map, vor allem in den Gebirgszügen. Was ich ein bisschen kacke finde, ist, dass die... Wow. Map unten links ist, ich hätte die lieber oben rechts. So wie es heißt. What the fuck? So, hier mal zugemacht. We have taken objective apples. C ist gerade sauber. Ich finde es gerade faszinierend, dass wir hier so ein We have taken objective George. Unzerstörtes Haus haben. Keine Ahnung, wo die alle sind gerade. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht sehen wir da mehr. Okay, ich glaube, da gehe ich jetzt gerade mal nicht hin. Könnte meiner Gesundheit nicht gut tun. Okay, ich bin hier nicht gerade in der besten Posi, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Tank ist, der hat gerade immer geschossen, aber ich habe keinen Blick auf den. Da vorne ist er. Vielleicht kann ich den hier von der Seite. Ich glaube, auf die Seite wäre nicht so cool. We are losing objective Charlie. Okay, dann müssen wir mal nach Charlie wieder. Da geht nämlich der Tank auch hin. Also ich muss sagen, bisher macht mir die Assault-Klasse am meisten Spaß. Einfach, weil die am abwechslungsreichsten ist. Ich meine, manche werden es anders sehen, die lieber einen Sniper oder so zocken. Das ist eure Entscheidung. Ich persönlich bevorzuge wirklich die Klasse Assault. Weil die halt zerstörerisch ist, man die taktisch sehr gut einsetzen kann, meiner Meinung nach. Aber... Oh, der Tank ist irgendwo da hinten, ich geh mal hier rein jetzt. Schauen wir mal, ob einer kommt.
zur Not diene ich ja ganz gut als Spawn. Es ist halt schwierig hier richtig vorzugehen. Einmal kurz ein bisschen reingehört hier, was hier um mich rum passiert. Von außen kann ich jetzt gerade nichts sehen. Machen wir auch mal das Fenster auf. Okay, verlassen wir mal das Haus. Wuhu! Tja, ich bin out of ammo. Das ist jetzt eher sub-effektiv. Nimm die Waffe doch, verdammt! Leute, ihr seid cool! Ah, jetzt hat er mich erwischt. Schade. Da sind wir dann doch mal wieder verreckt. Also C ist gerade wirklich extrem von denen überrannt und schwer einzunehmen. Komm, schnell mal hier rüber nach D. Denn da scheint gerade was abzugehen. Oh, ja. Sind jetzt gerade natürlich mega geil gespawnt hier, mitten auf dem Feld. Für Sniper natürlich super sexy. Was noch ein bisschen buggy ist auch, muss ich mal erwähnen, ist der Ansturm. Der funktioniert zwar, ja, so wie er, aber nicht ganz so, wie er soll, meiner Meinung nach. Denn, yeah, einer unserer Bomber hat da oben mal bei 10 ein bisschen was reingerotzt. Finde ich ganz cool. We have lost objective apples. Ja, mal nach hier oben. Jetzt sind wir wieder im Krisengebiet. Oh ja, das ist ein enemy scout. So, da haben wir mal was reingerotzt. Das meine ich mit diesem taktischen Element. Also damit kann man wirklich den Gegner ein bisschen den Schutz nehmen. Und auch mit der Smoke, beziehungsweise mit der Gasgranate, geht das genauso. Da kann man einem wirklich den Vorteil nehmen. Und das macht halt wirklich dann viel aus, wenn man den Assault spielt. Das ist für mich eine der taktischsten, Klassen. Während die anderen, der Medic natürlich durch seine Heilfertigkeiten eine der wichtigsten Klassen normalerweise ist, vor allem in der Gruppe. Und die anderen, naja gut, der Supporter natürlich. Hallo, ich will jetzt endlich mal spawnen. Danke. Okay, das war Glück, aber das könnte jetzt schief gehen. Au, au, au. Wuhu! Komm, lauf doch! Lauf doch! Boah! Mit 11 Life überlebt. Das war mal arschknapp. Einmal kurz den Squall auseinander gepflückt. Oh, ein Sturm zieht auf, sehe ich gerade. Es wird gerade ein bisschen windig. Okay, ich werde irgendwo geschossen. Das ist gerade nicht so geil. So, ich gehe gerade mal hier in Deckung. Bevor ich weiterziehe. Alle von uns. Juhu. Vielleicht keine gute Idee. Boah. Lass mich gerade mal hier rein. Okay, alles gut. Weiter geht's. Ah, einen konnte man erwischen, der andere ist leider gerade gespawnt in just diesem Moment. War natürlich nicht so geil. Ja komm, spawn doch, ey. Oh, 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 oh.
Ein Panzer von uns. Alter. Okay, mein Lieblingshaus wurde hier schon ziemlich zerpflückt, muss ich mal sagen. Ihr seht es ja selbst. Aber C ist wieder auf unserer Seite. Das ist super. Gefällt mir klasse. Wir kommen langsam zum Ende der Runde und dieses Mal scheinen wir siegreich hier rauszukommen. Ist hier irgendwo was? We have taken Objective Edward. Sieht nicht so aus. What the fuck? So ein Penner! Da schießt er genau in dem Augenblick das Haus auseinander, wo ich da bin, ey. Hammer. Ich würde vermuten, dass das mal ein krasser Luckshot war. Lums, ich gehe gerade mal hier drüben ins Gebäude, da fühle ich mich sicherer. Können wir auch direkt noch einen erledigen. Aber hier scheinen noch reichlich zu sein. Da vorne wurde einer markiert. We have taken objective George. Die konnten vernichtet werden, das ist super. Okay, die Tür zu machen bringt jetzt gerade nicht viel. Leider verlieren wir gerade C, aber wir nehmen gerade D ein, da ist das nicht so wild. Okay, das wird jetzt gerade kritisch hier. Gerade ein bisschen alone. We have lost objective. Vor allem von der Seite werde ich gerade nicht geschützt. Okay, da kommt gerade einer. Ach, da hinten sind sie. Hey, what the fuck? Throw the grenade! Leute, könnt ihr nicht einfach mal zum Heilen hier hinwerfen? Wäre echt mal sexy. So, die haben wir gleich. Oh, da kommen gerade ein paar mehr rüber. Okay, den konnte ich noch hitten. Alles klar, das haben wir hier. Das ist natürlich perfekt. Und wir sollten jetzt hier weg, denn der Zug ist im Anmarsch. 1:19 vor Ende. Wie gesagt, ich check's noch nicht ganz, wann der kommt. Man sollte vielleicht nicht so viel quatschen, sondern sich darauf konzentrieren, was hier abgeht. Puh, das war arschknapp. Son of a bitch is an enemy medic. Alles klar. Auch du bist weg. Und da war wieder die Munition leer. Sexy. Gut, gut. Ja, die Runde ist wie gesagt fast vorbei. Den Zug, da sollte ich jetzt nicht unbedingt spawnen, aber ich werde mal in der Nähe spawnen, einfach um euch zu zeigen, wie der Zug so aussieht. Da vorne ist er. Ich gehe mal hier gerade irgendwie in Sicherheit, damit der Zug mich nicht sieht. Ich bleib mal hier hinter stehen, weil der Zug haut wirklich mächtig rein. Ihr hört ihn ja. Und ihr seht, was da alles hier rangeflogen kommt. Das ist echt krass. Ein Sniper mal wieder. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Also dieser Zug ist wirklich ein Monstrum. Und richtig eingesetzt mit den richtigen Schützen, muss man ehrlich sagen. Yeah, wir haben gewonnen. 201, 250. Mit den richtigen Schützen drin kann der Zug wirklich was rumreißen, muss man so sagen. Zumindest meine Meinung. Kann man auch anderer Meinung sein, aber ich finde den Zug ein richtig cooles Element, denn der haut richtig auf die Kacke. Yay, und die Server sind mal wieder ein bisschen langsam. Was will man machen? Ich hoffe mal, dass das in der Vollversion nicht ganz so wild ist. Aber wenn ich mir jetzt dieses Bild zum Beispiel angucke, das ist der Grund, warum ich sage, es hat was von Star Wars Battlefront. Ihr kennt wahrscheinlich diese Map aus Star Wars Battlefront. Wer Star Wars gespielt hat, weiß das. Man merkt, dass das Spiel irgendwo aus dieser Richtung kommt. Tja, nun gut, meine Freunde. Aber ich würde sagen, das war wieder mal eine sexy Runde mit euch. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es ab in die nächste Runde. Dann
testen wir mal den Rush-Modus an. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Euer Bussard.